Der Abgeordnete Andreas Leiter-Reber, der für die Freiheitlichen im Gesetzgebungsausschuss sitzt, ärgert sich über Grundsätzliches. Er findet es sinnlos, einen Bettenstopp zu erlassen, bevor klar sei, wie viele Betten es in Südtirol überhaupt gäbe. Als erstes sollte man sich also einen Überblick verschaffen und dann erst über einen Bettenstopp reden. Und Leiter-Reber hat auch noch einen anderen Verdacht. Diese Diskussion lenkt aber wunderbar davon ab, dass die Landesregierung seit 4 Jahren nicht jene Verordnung erlässt, wie sie vom Gesetz für Raum und Landschaft vorgesehen ist, und zwar für alle Kategorien. Da müsste sie die Richtlinien erlassen, wie hoch dürfen Gebäude dimensioniert werden, wie groß dürfen Saunalandschaften und Freizeitanlagen sein, wie groß der Bodenverbrauch, die Ressourcen und so weiter. Denn Bett sei eben doch nicht gleich Bett und ein Gast in einem Chalet mit einem Schwimmbecken verbrauche mehr Platz als einer im Zimmer einer kleinen Privatunterkunft. Leiter-Reber will daher die Artikel zum Bettenstopp ganz aus dem Sammelgesetz streichen.